Hello and welcome to a new vlog, I guess. Mal gucken, was hier draus wird. Also ich habe mich jetzt ready gemacht, ein bisschen ready und suche gerade noch Schuhe. Ich treffe gleich meine Freundin, die aus dem Iran zu Besuch ist und ich freue mich sehr. Wir gehen nach Mannheim, ein bisschen bummeln, Haargummis kaufen, was essen, was trinken. We will see. Ich nach Schuhen. Wie immer gehe ich einfach mit Jordans. Ich weiß noch nicht welcher. Blau. Ich glaube, ich nehme einfach die hier. Mein Zimmer ist immer noch ein bisschen saustall von Urlaub auspacken. Ich bin stolz auf mich, denn ich habe meinen Koffer eigentlich direkt ausgepackt. Die Wäsche ist komplett gewaschen. Aber dann kommt der schwierige Teil, nämlich erst. Und zwar die Wäsche dann in den Schrank räumen. Und ich hasse es. Der ist so voll. Der ist so voll. Ich nehme wahrscheinlich diese Tasche mit. I love her. Ist ein bisschen cooler. Ziehe ich noch meinen Schmuck an. Ja. Ja, meine Freundin kennt ihr noch nicht. Die wird sich wahrscheinlich. Ja, natürlich wird sich. Sie wird sich vorstellen gleich. Sie ist in Deutschland auch mit aufgewachsen, hat ja auch Abi gemacht und so, aber jetzt wohnt sie halt wieder im Iran. Ich hoffe, sie zieht bald wieder zurück. Das ist der Plan. In ein, zwei Jahren. Naja, das sagt sie schon länger, weil das ist voll frisch. Schade. Also, das wird mein fertiger Look sein. There she is, the sweet mouse. Hey. So schüchtern. Das ist Tanas. Hi. Und weiter? Woher kommst du? Was machst du so? Was machen wir heute? Also wir wollen jetzt was essen gehen in Mannheim. Und bummeln. Warum bist du hier zu Besuch? Ich wollte dich mal besuchen kommen. Warum bin ich hier? Weil Iran doof ist. Ja, weil Iran doof ist als allererstes, aber nee, so doof ist es auch nicht. Aber weil ich als halt einmal zu Besuch komme, alle so 3-4 Monaten, denke ja. Ich. Kommt drauf an, manchmal sogar früher. Spätestens alle 6 Monate bin ich dann da. Und immer ein bisschen mit kürzeren Haaren, obwohl sie eigentlich jetzt genauso lange hätte wie ich, weil wir gesagt haben gleichzeitig, wir lassen die wachsen. Und das hat nämlich auch eigentlich Locken. Jo. Sehr schöne Locken. Die leider nicht mehr existieren, da die Haare so kurz geschnitten sind. So, wir sind jetzt angekommen und haben uns was ausgedacht, weil wir es ganz lustig fänden, einfach für den anderen jeweils ein Outfit rauszusuchen. Aber ob es hässlich wird, absichtlich, weiß man nicht. Oder schön, ich werde wahrscheinlich mir Mühe geben. Und ich sonst auch dann auch versuchen, dass es dann gut aussieht. Aber ob es dir dann gefällt, weiß ich nicht. Excited. Also wirklich auch mit Tasche? Ja, doch, auch mit Tasche. Okay, das wird lustig. Okay. Das wird lustig. Also Tasche, Hose, Schuhe. Muss ja nicht nur Hose also sein. Kann irgendwas sein. Irgendwas, also von oben bis unten. Ja. Das wird lustig. Ist auch ein Hut? Ja, das musst du dann selber entscheiden. Hauptsache, okay. Das sieht halt irgendwas aus. Bitte. Let the challenge begin. Wie viele Minuten haben wir? 15. 15 Minuten, wo treffen wir uns wieder? Hier. Hier, okay, 15 ja, Minuten. Warte, wie viel Uhr ist das? Zeig mal. Warte. Warum bist du so gehetzt? Okay, das ist dann 17.32 Uhr und wir machen um 45. 47, 2 Minuten. Okay, ciao. Okay, also ich will irgendwas Knalliges. Oh, ich finde wahrscheinlich eher Sachen für mich. I love this. Das ist voll schön. Ich finde auch das schön. Irgendwas, was sie so nicht normalerweise anzieht. That's cute. Oha, ich würde das alles selber anziehen. Scheiße. I like it. Ich weiß gar nicht, wie ich vorgehen soll. Ich liebe diese Farben. Ich muss mir den wahrscheinlich erstmal selber mitnehmen. Aber ein Pink oder ein Orange? Also ich weiß nicht, was sie dann aussucht. Aber bitte nichts Farbiges. Hilfe.
Ich glaube, ich habe eine süße Idee. Aber das ist irgendwie ein bisschen langweilig, finde ich. Und zwar diese Hose. Wait a second. Diese Hose. Ist das ein Rock? Okay, es ist ein Rock. Aber warum ist das andere eine Hose und das ist ein Rock? Egal, wir nehmen den Rock. Und dann so etwas dazu. Ich glaube, das ist süß. Sieht das was aus? Boah, ich weiß nicht. Das finde ich auch richtig schön, die zwei Sachen. Dazu. Hilfe! Ich überlege, ob ich diese Brille noch mitnehme und den Hut. Naja, ich habe schon was gefunden. Aber das gibt es nicht in ihrer Größe jetzt. Ich sehe so viele Neon-Sachen. Hier gibt es voll viele schöne Sachen. Hilfe! Also, was wird dazu passen? Aber das würde ich niemals anziehen. Oder? Ziehst du überhaupt so eine Tasche? Hilfe, ich nehme die jetzt einfach mal kurz mit. Wir haben keinen Feind. Ich gucke jetzt diese Schuhe an. Also, ich finde die ganz witzig. Ob ich die schön finde, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, sie hat die gleiche Schuhgröße wie ich eigentlich. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Das ist sehr colorful, das Outfit. Das ist auch voll schön. Hilfe. Ich habe nicht so viel Zeit, aber irgendwie finde ich auch nichts Passendes. Ich habe jetzt diese Tasche genommen, weil ich gerade keine andere weiß. Und es wird, glaube ich, gleich witzig, wie es aussieht am Ende. Ich habe gar keine Ahnung. Oder soll ich lieber so Schuhe nehmen? Oh, die finde ich ja voll schön. Oh je, Hilfe. Okay, ist ziemlich schwer, weil ich hier alles in der Hand habe. Oder hier irgendwelche? Ich glaube, pink ist lustiger. Oder blau? Oh Mann, Hilfe. Blau ist auch schön, die da unten. Ich muss mal kurz mich ordnen. Okay, ich nehme jetzt die. Dann nehme ich doch die Tasche mit dem Blau. Und dann, glaube ich, ist das ganz cute. Stelle ich die andere zurück. Hilfe, das ist so stressig. Diese Brille finde ich richtig nice. Ich würde die selber tragen. Soll ich die lieber mitnehmen, anstatt die Orangene? I don't know. Ich glaube, die passt leider nicht so. Schade. Ich will die selber haben. Keine Zeit, ich glaube nicht. Die sind auch schön. Nein. Ziege Balenciaga Vibes. Das ist besser. Was ist das? Das passt halt auch nicht zusammen, ne? Mist. So, besser als die. Hilfe! Hilfe, stresst mich. Ein anderer Hut vielleicht in weiß? Ich glaube schon, doch. Okay, doch, it's coming together. Also, ich finde kein gescheites Top. Ich überlege mir, ob ich einfach ein Bikini holen soll. Okay, und die Zeit ist bald um. Okay, wir sind uns gerade begegnet. Sie braucht noch ein bisschen. Ich bin noch unzufrieden mit der Sonnenbrille. Ich habe gar keine Ahnung, wo die Sonnenbrillen sind. Ich weiß auch nicht mal, ob ich mich gerade selber filme oder was anderes drauf ist. Ich habe gerade das gesehen, weil am Ende ist dieses Oberteil, also ich habe zu durchsichtig. Vielleicht kann sie das drunter ziehen, wenn es zu durchsichtig ist, damit wir es zeigen können. Ich habe die Sonnenbrillen gefunden. Die Frage ist nur, welche Farbe. Ich habe schon Orange. Also, dann habe ich. Der passt auch nicht. Pink? Pink oder Orange? Boah, nee. Das Glas ist nicht schön. Weiß? Oh, die Weiße ist nice. Sie ist immer noch nicht da. Ich ziehe mich hier gerade halb aus. Aber ich habe jetzt einen Hut. Die Tasche passt nicht. Diese Schuhe. Sonnenbrille. Die Tasche, die nicht passt, vielleicht nehme ich doch lieber die weiße. Ah, sie ist noch nicht da, also habe ich noch Zeit. Dann. Ich hole jetzt noch schnell die andere Tasche. Und dann warte ich hier. Hilfe. Also, ein gescheites Opfer habe ich nicht gefunden. Und ich hoffe, das wird dir gefallen. We did it. Ich habe es ja noch nicht angeguckt, was sie hat. Jetzt gehen wir zur Umkleide und dann ist es lustig.
Ja, machen wir jetzt einfach. I hope it's looking good. Oh je, was für Schuhe. Okay, Tasche und Schuhe sollten wir eigentlich nicht mitnehmen dürfen. Die Sonnenbrille dürfen wir auch nicht mitnehmen. Deswegen haben wir jetzt den Hut, die Kette, das Oberteil, den Rock und die Schuhe. Jetzt. So. Okay, und da haben wir einen Rock und die passenden Schuhe dazu und dann den Tanktop, das haben wir dann gleich ausgesucht irgendwie. Und dann ein Anzug. Okay, let's try it on. Das sieht voll süß aus. Ach, komm mal hier raus. Irgendwie. Also ich finde das nicht so anders. Ich finde das komisch. So Farbe würde ich nicht tragen. Aber den Rock würde ich behalten. Also ich sehe aus, die abends anschaffen gehen muss, aber vorher noch ein Business-Meeting hat. Die Schuhe sind absolut schlimm. Dieser Absatz. Aber sonst? Was würdest du diesem Outfit geben? Deinem? Das da? 9 von 10. 9 von 10? Echt? Ja, weil das farbig ist. Geil, das ist süß. Ja. So Beachy-Vibes. Ich würde dem eine 6 geben. Wow. Weil ich finde, das passt halt, dieses Blaue passt nicht rein. Wenn das jetzt schwarz wäre oder so, würde es voll gut zusammenpassen. Das war eine Challenge. Ich fand sie lustig. Sollen wir sowas öfter machen? Oder soll ich sowas öfter machen mit anderen Leuten? Ich find's lustig. Wir waren bei Starbucks. Was hast du dir geholt? Oh, ich weiß es nicht mehr, das war zu lang. Espresso, das steht da drauf. Also Ice Brown Sugar Shake Espresso. Und ich habe diesen Banana Split Cream Frappuccino mit Mandelmilch, so mit Hafermilch. It's so delicious. Schmeckt einfach wie so, ja, einfach Banana Split als Kaffee. War nice. Jetzt gehen wir hier zum Wasserturm. Wer kennt's, wer kommt aus Mannheim, kommentiert. Wenn Leute überhaupt kommentiert. Was muss ich dich fragen? Was muss ich dich fragen? Okay, wo sind wir? Und was machen wir? Ich wollte gerade sagen, wir sind im Luisenpark, aber das sind wir ja gar nicht. Wir sind beim Wasserturm. Wir trinken unsere Getränke. Mhm. Und wir wollen was essen, weil wir so Hunger haben. Ja, und was haben wir bisher gekauft? Soll ich es zeigen? Ja. Die haben einfach eine Kleiderbügel mit reingeworfen. Thomas hat sich das hier gekauft. Ja. We chose it. Dann hatte ich in Frankfurt so einen Schlafanzug gesehen gehabt. Den fand ich so süß. Den gab es aber nicht mehr. Deswegen habe ich den hier geholt. Das ist das Oberteil. Die Shorts und dann... Oh, das ist ein Kleiderbügel. Und das ist so ein Hemd dazu. Man könnte es auch zumachen. Ich schlafe eigentlich echt nicht in so Sachen, aber ich dachte so, wenn ich dann in einem Haus wohne, dann sieht es so cute aus, wenn man damit so rumläuft, Videos macht, wenn man nämlich nicht rumlaufen, nackt und dann Kerzen. Riechen richtig gut. Ich kann dir nicht mal sagen, wonach die riechen. So sehen die aus. Und zwar... Oh mein Gott, meine Nägel. Und zwar wie meine Küchenplatte aussehen wird. Und ich dachte mir, das passt zur Ästhetik, die ich dann verfolgen werde. Na, das war's eigentlich schon. Gegen das Kleid habe ich mich auf jeden Fall entschieden, dass ich noch rausgesucht hatte. Aber nicht schlimm. Irgendwo muss man ja mal ein bisschen Geld sparen. Naja, eigentlich passt noch nichts mehr in meinen Schrank. Ja, und weißt du, was wir essen wollen? Ich habe Bock auf Lennox. Das ist ein Burgerladen. Für alle, die es nicht kennen, aus Mannheim, ich weiß nicht, wo das es noch gibt, es ist einfach mit die besten Burger. Zeigen wir dann. Ja. Switch dann. Fürstlich mit karamellisierten Walnüssen. Love it. Eigentlich müsste ich jetzt bei dir einen Taste-Test machen, ob du den magst oder nicht, genauso wie ich. Okay. Immer reinbeißen bitte für die Benita. Du hast da so zu links und guckst du so. Musst du das erstmal verdauen jetzt.
Ist schon lecker. Das ist so creep. Ratet mal, wem gerade aufgefallen ist, dass er wegen Haargummis eigentlich kommen wollte und keine Haargummis gekauft hat. Hier haben wir eine Tanas, die gerade nicht bekommen hatte. Wie Leo und Julia haben sich getrennt. Ja. Wann haben sie sich getrennt? Es ist der Moment, wo ist die Paula? 27. Und die haben beide schon neue Partner. Wann haben sie sich getrennt? Krass, gell? Also ich weiß nicht, wo du hinter dem Mond lebst. Ich arbeite zu viel. 13 Stunden am Tag ist schon zu viel. Aber die waren doch so lange zusammen. Die sahen so 13 Jahre. Die sahen so. Nicht, dass mein Partner mich nach 13 Jahren verlässt. Also wer hat wen verlassen? Ich bin gerade traumatisiert. Ich auch. Ich habe die geguckt, seit ich 14 bin. Die können sich doch nicht einfach so trennen. Ist so, vor allem die haben ja auch ein Haus aus Spanien und so gerade gebaut und alles. Ja, back home. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ist ein bisschen kürzer wahrscheinlich, aber es war lustig, oder? Ja. Wenn wir sowas nochmal machen sollen, dann like, kommentieren, abonnieren. Jetzt doch. Ja. Was jetzt kommt. Also und dann auch Likes, Subscribe. Das hast du vergessen. Like, kommentiert, abonniert. Ach so, das habe ich schon. Okay, gut. Ich habe die Ansage verstanden jetzt zweimal. Peace out.